ein Greta-Video zu machen oder auch sonst die politische Diskussion in diesem Land zu kommentieren, macht eigentlich schon fast keinen Spaß mehr, weil es in diesem Land gar keine Diskussionskultur mehr gibt, sondern Recht haben und blockieren. Welcome at Active News. Mein Name ist Michael Langhans, ich bin Videoaktivist und Feuerjurist und dies ist mein Videokanal. Jetzt habe ich es heute mal wieder getan. Ich habe ein Video gepostet zu Greta. Natürlich jetzt genauso ein Video für eine AfD-Meinung sein können oder ein Video gegen eine Auffassung der Linken. Natürlich könnten die Personen auch beliebig getauscht werden, statt Greta Donald Trump, statt pro AfD kontra AfD und statt kontra Linke pro SPD. Alles an Themen hat eines gemeinsam in der heutigen Zeit. Man darf nicht mehr sagen, was man denkt. Es gibt nur noch Lagerkämpfe, nur noch Schwarz-Weiß und nichts dazwischen. Wenn ich einmal eine eher links einzuordnende Meinung habe, dann habe ich das gefälligst auch immer zu tun. Dann habe ich verdammte Hacke auch Greta Thunberg zu loben. Dann habe ich die AfD zu hassen und die Linke wieder zu loben. Da geht es gar nicht, dass man kritisiert, dass Greta Thunberg mit diesen Beschwerden nach Kinderrechtskonvention, Klammer auf, sie selber dürfte sowieso nicht antragsberechtigt sein, wer in ihrem Land, wo sie offensichtlich mit Demonstrationen nichts erreicht hat, nicht mal die Kinderrechte gelten, zumindest die Beschwerdemöglichkeit. Und alles, was noch auf dem Papier Bestand hat, ist ja tatsächlich nicht existent. Und ja, man darf also nicht sagen, dass das Mist ist und dass dieser Mist nicht auf dem Gedankengut einer 16-jährigen Umweltaktivistin gewachsen sein wird, ist klar. Die Hälfte aller Anwälte, die ich kenne, hat von der Kinderrechtsbeschwerde noch nichts gehört. Und als wir hier auf Activi darüber diskutiert haben, kamen eigentlich immer die Kommentare, bringt ja eh nichts. Und jetzt soll diese 16-jährige Dame, die sich das Thema Klimakrise sehr gut eingelesen hat, plötzlich auch noch juristische Expertin sein und dann macht sie einen Kardinalsfehler, den einfachstes Googlen aus der Welt schaffen würde. Ich meine, mag ja sein, dass ihr das glaubt, aber so naiv bin ich schon lange nicht mehr. Aber darum soll es in diesem Video ja nicht gehen, da gibt es ja das andere Video. Fakt ist, ich darf das nicht sagen. Ja? Eine Sekunde später habe ich die erste Entfreundung gehabt. Okay, ist mir am allerwertesten vorbeigehend, mit wem man nicht diskutieren kann, den brauche ich nicht in meiner Timeline. Ich brauche keine Ja-Sager, die gibt es in dieser Welt sowieso viel zu viel. Aber was ist das für eine politische Streitkultur? Und da brauchen wir uns jetzt also nicht über den Bundestag aufregen, wo AfD gegen Grün und links gegen rechts und CDU gegen SPD schießt. Die bilden genau euer Verhalten ab. Ein Verhalten, das ich ehrlicherweise mit dem, was ich unter Diskussionskultur im Internet und auch sonst in der Politik verstehe, nicht in Einklang bringen kann. Ich bin sehr betrübt deswegen, weil es einfach wichtig wäre, bestimmte Dinge endlich mal anzusprechen und auch mal sagen zu dürfen, ich finde Greta gut, aber typisches juristischer Habitus, dass man ja aber argumentiert. Aber genau das muss doch bei einem so diffizilen Thema wie Greta Thunberg erlaubt sein. Liebe Leute, ich frage mich, was darf ich auf dieser Welt überhaupt noch tun? Reden darf man nicht, Meinung haben darf man nicht, Steuern zahlen muss man und jetzt noch das Klima retten und das war's. Sorry, so einfach möchte ich es euch nicht machen. Wenn Greta Thunberg mich eines gelehrt hat, ist, dass jeder sich eine Meinung verschaffen kann und diese Meinung mit Beharrlichkeit, Ehrgeiz und Tatkraft umsetzen kann. Und genau diesen Kern von Gretas Wirken nehme ich für mich in Anspruch. Wie seht ihr das Thema? Kann man heute noch diskutieren oder läuft alles nur noch in Beleidigungen aus dem Ruder?
Gibt nur noch richtig oder falsch und entweder mein Freund oder mein Feind. Würde mich freuen, wenn ihr das Video liked, wenn ihr es teilt und natürlich mit mir unten in den Kommentaren kommentiert. Bis dann, wir sehen uns. Servus, macht's gut.